freue mich sehr, dass Sie alle den Weg zu uns gefunden haben. Unser heutiger Referent ist André Pietsch. Er ist Forschungsdatenreferent hier an der Universitätsbibliothek und er wird uns über Datensicherheit und Backup-Strategien berichten. Ja, super. Danke. Vorgestellt hast du mich ja jetzt praktisch schon. Eins noch vorweg, also alle Programme, die ich hier nenne oder auch Dienste, die in der Präsentation vorkommen, sind dann später in der Video-Info mit den offiziellen Seiten verlinkt, also auf YouTube. Gut, wie ist der Vortrag strukturiert? Ich habe diesen in drei Teile aufgegliedert. Ich beginne mit einer kurzen Geschichte bzw. einem Szenario, in der oder dem sich jeder wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen wiedererkennen kann. Ziel soll es sein, das Warum zu klären, sprich warum wir Datensicherheit eigentlich brauchen. Danach folgt mir in grundlegenden Informationen zur Datensicherheit die Antwort auf die Frage, was ist Datensicherheit und was beinhaltet es. Und in dem letzten Part, Maßnahmen für Datensicherheit, möchte ich dann Möglichkeiten für das Wie aufzeichnen. Also wie erreiche ich Datensicherheit, welche Methoden kann ich anwenden. In dem letzten Teil geht es dann auch um die Backup-Strategien. Ich fange einfach mal mit dem gerade erwähnten Szenario an und lese es mal vor. Person X wertet in ihrem Büro bereits den ganzen Tag Daten für seine Dissertation aus. Die sensiblen Daten hat sie wie immer auf ihrem USB-Stick mitgebracht. Eine Sicherung liegt daheim sicher in einer ihrer Schreibtischschubladen. Da es spät wird und sie noch einen Termin hat, beendet sie ihre Arbeit hastig, speichert die Datei auf dem Stick aus Zeitgründen unverschlüsselt ab und räumt diesen wie üblich in ihre Tasche. Sie macht sich auf den Weg nach Hause und stellt ihre Tasche ab. Als sie am nächsten Tag wieder im Büro ist, merkt sie, dass der Stick verschwunden ist. Glücklicherweise sichert sie ihre Dateien aber auch immer noch in einer Cloud. Da fällt ihr ein, dass sie am Vortag ja auch schnell weg musste und das Cloud-Backup deshalb vergessen hat. Auch die Tage davor musste sie ihre Arbeit hastig beenden. Die letzte Sicherung ist von vor 3 Tagen. Die Sicherung auf der externen Festplatte daheim bereits mehrere Wochen alt. Verärgert macht sie sich an die Arbeit und wiederholt ihre Auswertung in der Hoffnung, dass niemand den verlorenen Stick mit den unverschlüsselten sensiblen Daten findet. So, warum habe ich diese Geschichte kurz vorgelesen? Natürlich, weil Person X hier einiges falsch gemacht hat. Also wenn man dies auf den Blickwinkel der Datensicherheit betrachtet und der Verlust von Daten uns vermutlich durchaus vertraut sein dürfte. Aber was hat Person X eigentlich falsch gemacht? Nun, da sind vermutlich mehr Punkte, als ich hier jetzt aufzähle. Grundsätzlich muss man sagen, dass man, wenn man mit sehr kleinen Datenträgern wie USB-Sticks arbeitet, diese nicht unsicher ablegen sollte, wie in diesem Fall einfach in einem Rucksack. Der Stick kann dann leicht rausfallen und man merkt es nicht. Die Daten sind also futsch. Außerdem hat Person X nur eine Version der aktuellen Daten, da sie aufgrund ihrer Eilen nicht mehr zum Erstellen eines Backups in der Cloud oder lokal auf dem Rechner kam. Da wären wir dann auch beim dritten Punkt. Person X macht manuelle Backups. Das ist nicht unbedingt schlecht, birgt aber Gefahren, beispielsweise, wenn dies nicht routiniert gemacht wird oder wie in diesem Fall ein Termin dazwischen kommt und es deshalb vergessen wird, manchmal vielleicht auch bewusst, weil man denkt, ach, da wird bis morgen schon nichts passieren, hat bisher auch immer gut funktioniert. Dann zuletzt ein extrem kritischer Punkt. Person X aus der Geschichte hat mit sensiblen Daten gearbeitet und diese am Ende unverschlüsselt auf dem Stick abgelegt, auch aus Eile heraus. Dies kann unter Umständen dann auch rechtliche Konsequenzen haben für Sie, also falls die Daten dann irgendwie in falsche Hände geraten. Und während wir jetzt praktisch einige Dinge gesehen haben, die man offensichtlich besser oder anders machen sollte, haben wir natürlich auch schon einen Eindruck dazu bekommen, was Datensicherheit ist. Es geht um den generellen Schutz von Daten. Nicht zu verwechseln ist das an dieser Stelle aber mit dem Datenschutz, der im Sinne der DSGVO oder des BDSG, also des Bundesdatenschutzgesetzes, gefordert wird. Datensicherheit bezieht sich eben nicht nur auf personenbezogene oder sensible Daten, wie es beim Datenschutz der Fall ist. Aber Datensicherheit und Datenschutz können sich sowohl positiv als auch negativ bedingen. Ein Negativbeispiel wäre, es ist aus Sicht der Datensicherheit beispielsweise sinnvoll, genügend und verlässliche Backups zu haben, nämlich um Datenverlust vorzubeugen. Aus der Sicht des Datenschutzes stellt jedes Backup jedoch ein erhöhtes Risiko dar, noch höher, wenn es sich eben um Backups in der Cloud handelt, weil natürlich die sensiblen Daten nicht immer noch mehrfach vervielfältigt werden sollen. Datensicherheit bezieht sich außerdem auf analoge als auch digitale Daten.
Also analoge Daten wären beispielsweise Akten, handschriftliche Dokumente oder ähnliches. Digitale Daten, zum Beispiel Messdaten, Patientendaten und so weiter. Auch interessant, geht es um digitale Daten, ist zeitgleich damit eigentlich auch immer der Schutz des analogen Datenträgers verbunden. Also eingebaute Festplatten in Rechnern zum Beispiel können nicht so ohne weiteres geschützt werden, aber bei einem USB-Stick geht es nicht nur darum, dass die Daten darauf geschützt sind, sondern dass das Gerät selbst auch vor Verlust gesichert ist, was ja eben bei Person X in der Geschichte nicht der Fall war. Es geht dann bei der Datensicherheit im Grunde darum, technische und organisatorische Maßnahmen zu finden, die die Sicherheit der Daten gewährleisten. Organisatorische Maßnahmen wären beispielsweise bestimmte festgelegte Rollenverteilung irgendwie in Unternehmen, also so, dass bestimmte Passwörter nur wenigen Personen bekannt sind oder ähnliches. Und zu den technischen Maßnahmen zählt bereits die Sicherung der Arbeitsrechner durch Nutzername und Passwort, also wie die meisten das wahrscheinlich von ihrem Arbeitsplatzrechner hier an der JLU oder so kennen. Aber auch sowas wie die Nutzung von bestimmter Antivirensoftware, Firewalls und so weiter. Zuletzt dann noch folgender Hinweis. Eine hohe Datensicherheit ist ein angestrebter Zustand, beziehungsweise das Ziel, welches schließlich durch diese Maßnahmen erreicht wird. Es handelt sich also nicht um irgendeinen Prozess, sondern man kann eher sagen, dass durch bestimmte Prozesse oder Maßnahmen sich das Maß oder das Level an Datensicherheit steigert. Was umfasst Datensicherheit also? Beziehungsweise in welchen Bereichen sind Maßnahmen zum Erreichen einer hohen Datensicherheit notwendig? Es geht primär darum, Daten jeglicher Art gegen Manipulation, Verlust, Diebstahl, unberechtigte Kenntnisnahme oder auch Bedrohung durch die Umwelt wie Feuer oder Ähnlichem oder Wasser zu schützen. Außerdem müssen Maßnahmen getroffen werden, um Daten sicher zu speichern und aufzubewahren und diese am Ende auch wieder so zu vernichten, sodass keiner die Daten wiederherstellen kann oder diese Daten im Falle von einer Wiederherstellung dann zumindest unbrauchbar sind. Dazu können beispielsweise verschiedene Formen der Verschlüsselung genutzt werden. Und auch die Liste ist hier mit Sicherheit nicht abgeschlossen, deswegen auch die drei Punkte. Gibt aber zumindest schon mal an dieser Stelle einen gewissen Einblick. Nun komme ich dann auch schon zu den tatsächlichen Maßnahmen, also Punkt 3 der Präsentation, die man anwenden kann, eben um höhere Datensicherheit zu erhalten. Ich habe das unter dem mit den arabischen Ziffern nummerierten Punkt hier jeweils eine Maßnahme aufgelistet und in der alphabetischen Liste darunter dann jeweils Beispiele genannt, wie man diese bewerkstelligen könnte. Punkt 1 enthält eine Maßnahme gegen Verlust und Diebstahl des Datenträgers sowie die Zerstörung durch äußere Einflüsse. Zur sicheren Ablage kann das ganz simpel schon mal reichen, überhaupt die Daten oder den Datenträger in einen abschließbaren Raum zu legen, zu dem nur Sie Zutritt haben. Weiterhin kann der Datenträger zum Beispiel im Tresor abgelegt werden oder man holt sich für besonders wertvolle Daten sogar ein Bankschließfach oder ähnliches. Schutz gegen Feuer für eine gewisse Zeit bieten da zum Beispiel Brandschutzkassetten oder auch Brandschutztresore. Letztere sind dann natürlich deutlich teurer. Und für tragbare Geräte wie USB-Sticks bietet sich zum Beispiel ein Organizer an oder eine zusätzliche Aufbewahrungstasche, also eine Art USB-Organizer, weil die Tasche natürlich nicht so leicht rausfallen kann, also weil die dann größer ist und man würde es auch merken, wenn die aus dem Rucksack rausfällt zum Beispiel. Gegen Klimaeinflüsse können wir natürlich auch einfach von vornherein geschützte Geräte kaufen, wenn es die gibt. Sie könnten beim Kauf von einem USB-Stick zum Beispiel darauf achten, dass dieser wasserdicht ist. Beim Kauf von einer externen Festplatte lohnt sich der Kauf von einer sogenannten Anti-Schock-Festplatte, die auch einen Fall aus einiger Höhe unbeschadet übersteht, da die meistens aus mehreren Lagen Silikon bestehen. Und dadurch sind die Festplatten häufig sogar auch mit Wasser abweisend oder wasserdicht bis zu einem gewissen Grad. Bei Punkt 3 geht es dann um die Verschlüsselung von Dateien oder Ordnern, entweder weil es sich eben um sensible Daten handelt oder weil Sie beispielsweise sicher gehen wollen, dass selbst wenn die Daten beim Versand per Mail vielleicht irgendwo abgegriffen werden, diese von Dritten nicht geöffnet werden können sollen. Eine Lösung dafür stellt zum Beispiel das Tool VeraCrypt dar. VeraCrypt ist eine einfache, kostenfreie Verschlüsselungssoftware und basiert auf dem früheren TrueCrypt. In VeraCrypt erstellt man einen verschlüsselten Container,
Das ist im Grunde eine Datei, die beim Öffnen und Eingeben des vergebenen Passworts als Art zusätzliches Laufwerk, als Partition angezeigt wird. Dann kann man Dateien dort reinspeichern und den Container dann trennen. Alle Dateien in dem Container sind dann eben verschlüsselt mit diesem Passwort. Nachteil ist hier, dass das Mounten, also so nennt man das Einbinden des Containers als Laufwerk, immer Administratorrecht benötigt, was zum Beispiel bei Arbeitsplatzrechnern an der Uni jetzt selbst im eigenen Büro nicht unbedingt zwangsläufig gegeben ist oder meistens nicht gegeben ist. Deshalb kann es sinnvoll sein, stattdessen das Programm Rohorse Minidrive zu nutzen. Dieses erstellt auf einem USB-Stick einen solchen Container, der sich als neues Laufwerk in Windows einbinden lässt. Und dieser Container lässt sich dann auch ohne Adminrechte öffnen bzw. mounten. Darauf sollte man setzen, wenn man zum Beispiel einen sicheren Transfer von PC zu PC haben möchte und das nicht über E-Mail erledigen möchte. Und das funktioniert dann aber natürlich nur, wenn man nicht sowieso von vornherein in der Cloud arbeitet. Eine letzte Methode ist die Sicherung der Daten in einem ZIP-Archiv, welches man mit einem Passwort versieht. Dafür kann man dann beispielsweise das kostenlose Tool 7-Zip nutzen. Da klickt man dann einfach Rechtsklick zu Archiv hinzufügen und dann steht da unten rechts schon irgendwo Passwort. So, anstatt Datenträger zu nutzen, die man dann wiederum irgendwo in einem Tresor aufbewahren muss oder speziell schützen muss, kann man auch von vornherein auf eine Cloud oder auf ein dezentrales oder auf einem dezentralen Netzlaufwerk arbeiten. Warum ist das sinnvoll? Weil ihr von überall Zugriff auf die Daten habt, auch wenn ihr mal euren Stick vergessen habt und dort dann immer die aktuelle Version liegt. Die JLU bietet hier als Cloud-Dienst die JLU-Box an. Das bietet Mitarbeitern 100 GB freien Speicher und Studierenden 30 GB freien Speicher. Wichtig ist aber, legt auf die JLU-Box keine personenbezogenen Daten und wenn überhaupt, dann nur verschlüsselt. Als Netzlaufwerk bietet die JLU WinFile an, welches sowohl Studierenden als auch Mitarbeitern 50 GB Speicher bietet. Und das Netzlaufwerk wird auch einfach als eigenes Laufwerk, im Grunde eine Art Partition, eingebunden und kann dann direkt genutzt werden. Von daheim aus müsst ihr dafür meines Wissens, glaube ich, im VPN eingeloggt sein. Und auch hier gilt, keine sensiblen Daten oder personenbezogenen Daten ablegen, außer verschlüsselt. Außerdem sollte man daran denken, dass von diesen Daten automatisch Backups gemacht werden und diese Backups, die liegen dann irgendwo beim HLZ. Damit entfernen sich praktisch die Daten aus eurer Kontrolle. Das kann bei sensiblen Daten schon kritisch sein, auch wenn die verschlüsselt sind. Gleiches gilt aber auch für international Cloud-Dienste wie Dropbox oder sowas. Punkt 5 bezieht sich dann auf etwas anderes, nicht mehr der Schutz des Geräts oder der eigentlichen Daten, sondern der Löschung der Daten sowie der Vernichtung der Daten. Zur Datenlöschung gehören Maßnahmen, die sich nur auf die Löschung der Daten beziehen. Das Speichermedium bleibt dabei also erhalten, bei der Datenvernichtung wird das Speichermedium mit zerstört. Bei der Datenlöschung sollten Sie darauf achten, dass Sie normale mechanische Festplatten, also sowohl 3,5 als auch 2,5 Zoll, als auch externe SSD-Festplatten tiefenformatieren oder die Partition komplett löschen und neu erstellen. Zur Tiefenformatierung können Sie entweder D-Ban oder das HDD Low-Level-Format-Tool nutzen. D-Ban wird sogar vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als geeignet eingestuft. Geht es um die Datenvernichtung, können HDDs auch mit einem Degausser demagnetisiert werden, den hat aber wahrscheinlich nicht jeder daheim. Allgemein sollte bei sehr sensiblen Daten dann aber eine professionelle Datenträgervernichtung gemäß DIN 66399 in Betracht gezogen werden. Und für den privaten Zweck reicht es eigentlich, die Festplatten einfach mehrfach zu durchbohren, beziehungsweise die darin enthaltenen Platter mehrfach durchbohren. Dann kommen wir jetzt schon zu den Backup-Strategien, die natürlich auch eine Maßnahme für Datensicherheit darstellen. Grundsätzlich sollte man als Nutzer hinsichtlich Backups immer die 3-2-1-Regel einhalten. Das bedeutet, dass immer wenigstens 3 Kopien und davon 2 auf unterschiedlichen Datenträgern, also zum Beispiel externe Festplatte und USB-Stick, und außerdem noch eine 3. Kopie dezentral abgelegt sein soll. Das wäre zum Beispiel bei uns hier mit der JLU-Box oder dem WinFile-Netzlaufwerk an der JLU gegeben.
Außerdem sollten Sie natürlich beachten, dass der USB-Stick und die externe Festplatte nicht unbedingt am gleichen Aufbewahrungsort liegen. Und außerdem sollten die Backups regelmäßig gemacht werden und immer auf demselben Stand sein. Man unterscheidet im Allgemeinen drei Arten von Backups bzw. drei Backup-Strategien, nämlich vollständig, inkrementell und differenziell. Bei einem vollständigen Backup werden alle ausgewählten Daten zum Backup-Pfad kopiert. Der Vorteil ist, dass jede Datei der letzten Sicherung auch tatsächlich zurückgespielt werden kann. Allerdings kann eine solche Sicherung bei sehr großen Datenmengen viel Zeit und eben auch eine große Menge an Speicherplatz in Anspruch nehmen. Ein inkrementelles Backup ist eine nachträgliche Ergänzung zum Voll-Backup. Also wenn bereits mindestens einmal ein vollständiges Backup durchgeführt wurde. Es sichert nur Daten, die seit der letzten Sicherung neu hinzugekommen sind oder sich verändert haben. Der Vorteil ist eine Zeitersparnis, ein geringerer Speicherplatzverbrauch. Der Nachteil ist, dass man zur Wiederherstellung von Daten immer das vollständige Backup und alle inkrementellen Backups benötigt. Ein differenzielles Backup wird ebenfalls als Ergänzung zum Voll-Backup genutzt. Es sichert nur Daten, die seit der letzten vollständigen Sicherung, also seit dem letzten Voll-Backup, neu hinzugekommen sind oder sich verändert haben. Vorteil ist ja auch, dass zu wiederherstellen nur das Voll-Backup und die letzte differenzielle Sicherung benötigt wird. Nachteil ist, dass die differenziellen Backups natürlich auch immer größer werden, je länger das vollständige Backup zurückliegt. Allgemein schlage ich davor, dass für kleinere Datenmengen immer ein vollständiges Backup genutzt werden sollte. Sobald es um größere Datenmengen, größere Arbeitsgruppen geht, kann auch eine zusätzliche Nutzung von differenziellen oder inkrementellen Backups und eine gewisse Routine sinnvoll sein. Ja, nun möchte ich noch in Schritt für Schritt zeigen, wie man in Windows mit den eingebauten Programmen ein tägliches automatisches Backup ohne irgendwelche zusätzliche Programme aufsetzen kann. Ich habe hier schon mal einen Ordner erstellt, den habe ich Test-Backup genannt. Da sind einfach so ein paar Sachen drin, den will ich jetzt praktisch mal backuppen. Erstmal sagen wir neu, dann sagen wir erstmal Textdokument, das nenne ich jetzt einfach mal Backup und öffne das. Daran schreibt man dann den Befehl xcopy, der kopiert praktisch. Danach folgt der Pfad, den man kopieren möchte, also das, was man backuppen möchte. Das ist hier dieser Test-Backup-Ordner. Also man klickt da einfach drauf, oben in den Pfad und dann klickt man das hier rein mit Steuerung C, Steuerung V. So, danach, ich sage jetzt einmal, ich will das auf dem WIN-File speichern von mir. Das ist bei mir Z. Da soll der Ordner hin. Und danach folgt praktisch also ein Freizeichen, dann nochmal ein Freizeichen und Z. Und wichtig ist, hier muss man noch einen Ordner angeben, also zum Beispiel Backup. Ansonsten tut er einfach die Ordner, die in dem Test-Backup sind, dort reinspeichern. Danach schreiben wir noch einmal Backslash E, das heißt, er kopiert sämtliche Unterverzeichnisse. Dann Backslash Y, das bedeutet, dass er alle Zieldateien überschreibt, ohne vorherige Nachfrage. Und noch Backslash I, das heißt, er legt Ordner an, wenn diese nicht vorhanden sind, was zum Beispiel in dem Fall mit diesem Backup-Ordner hier, den ich haben will, der Fall ist. Dann drücke ich mal Steuerung S. Und jetzt ist noch wichtig, wir müssen die Dateiendung jetzt ändern. Nicht mehr TXT, sondern wir schreiben da Button. Dann fragt er ja. Jetzt haben wir praktisch hier ein kleines Programm geschrieben. Und jetzt kann man sehen, hier ist momentan der Backup-Ordner noch nicht drin. Jetzt führe ich das mal einmal aus. Der führt das einmal aus und schon sehen Sie, ist hier der Backup-Ordner und da sind auch genau die Dateien drin, die hier drin sind. So, da man das aber nicht immer manuell machen will, nimmt man einfach die Aufgabenplanung dazu. Also ich bin jetzt einfach auf Start gegangen, dann Suche und Aufgaben eingegeben. Die öffnet sich hier, klickt man hier auf Aufgabenplanungsbibliothek. Und dann, oh, jetzt ist hier das Fenster im Weg, dann geht man hier auf einfache Aufgabe erstellen. Dann müsste er was öffnen, macht er auch. Eine Beschreibung braucht man nicht unbedingt, kann aber später sinnvoll. Ich nenne es jetzt einfach mal Test-Backup. Klickt auf Weiter. Wir wollen das täglich haben. Ich mache das jetzt einfach mal auf 16.25 Uhr. Ja gut, jetzt ist da eh das Ding. So, also man kann praktisch hier jetzt den Tag und die Uhrzeit einstellen. Das würden wir jetzt einfach so machen. Und was wir machen wollen, ist, dass ein Programm gestartet wird. Und zwar das, was wir gerade hier geschrieben haben, das ist dieses Backup-Bud.
Die Argumente, da brauchen wir praktisch nichts. Jetzt macht man einfach weiter, fertigstellen und dann sieht man schon hier, wurde das angelegt als Aufgabe. Test-Backup, Status ist bereit und der Trigger ist jeden Tag um 14.16 Uhr jetzt in dem Fall. Wichtig ist, der macht natürlich nur das Backup, wenn der PC auch an ist. Also es lohnt sich vielleicht, das während der Mittagspause durchlaufen zu lassen, je nachdem, wie viele Dateien das sind. So, ich bin fertig.